Europameister, Europameister. Tja. Also Siegerkorso sieht irgendwie anders aus, aber... Ach ja, ist ja... War ja nur U21. Da komme ich in 4 Wochen nochmal. Auf die Sendung vorbereitet und da meinte er doch, Glatz, mir die Gitarre sei nicht gestimmt. Und da antwortete ich ihm, aber ist doch seit 4,5 Jahren so. Na, die stimmt auch manchmal. Wann? Wenn die Kamera aus ist. Einen wunderschönen guten Tag. An diesem herrlichen 13. Juni zur Ausgabe 232, wenn ich mich nicht täusche, von Keine Woche Show. Ja, mitten im EM-Fieber. Mitten, ehrlich gesagt, spürst du irgendein EM-Fieber? Nee. Also ich habe auch noch nichts, ich habe sonst sieht man ja mal so ein paar Autos, die mit irgendwelchen schwarz-rot-goldenen Kram sind. Denn liegt ja auch, weil Deutschland noch nicht gespielt hat, die spielen erst am Dienstag. Ja, aber sonst war doch immer schon Tage vorher wir im WM waren und so. Nee, weil wir einfach schon ganz gediegen in die EM starten, weil wir total Außenseiter sind und total... Underdogs diesmal. Na, wahrscheinlich, wir gucken erstmal, wie es so läuft. Es gibt ja auch keine EM-Meile und sonstiges. Ja gut, das ist ja... Aber hast du gelesen, was man eigentlich jetzt zur WM EM darf? Ich spreche immer so. In Brandenburg ist es so, dass man 10 Personen aus 10 Haushalten zusammentreffen können. Und in Berlin ist es so, dass 6 Personen aus 3 Haushalten gemeinsam gucken dürfen. Zu Hause. Und draußen so ja 10 Personen in 5 Haushalten. Wie will man... Es sei denn, sie haben Geburtstag. Oh ja. Dann ist natürlich ganz anders. Dann können sie das ganze Dorf einladen. Ja, es ist kurios. Aber jetzt kommen wir endlich wieder Party. 6 Leute aus 3 Haushalten, das ist ja fast schon ein bisschen kompliziert. Aber wie machst du denn? Da hast du davon Haushalt A, darfst du nur 2 auch von den 4 mitnehmen? Dann es sei denn, es ist jemand geimpft, dann genau. Fällt der da ja raus genau. Aus der Wertung. Denn du, also den nächsten, da musst du dann auch wieder aussuchen, wer dann wieder mit darf. Also darfst du aus, dann sortierst du sozusagen deinen Freundeskreis ein wenig aus. Man muss Prioritäten setzen. Genau, man muss gucken, ne? Wer darf kommen und wer nicht. Wer ist raus, wer darf noch kommen. Ja. Aber man muss ja sagen, wir sind Europameister. Hallo. Ja, und das hat sich ganz Deutschland gefreut. Gut, ich sag mal, auf ProSieben haben tatsächlich, glaube ich, mehr als 5 Millionen Leute zugeguckt. Man muss dazu sagen, U21. Ja, also wir sind U21 Europameister. Zum dritten Mal. Ja. In gegen Folge. Portugal gewonnen. Logan Folge, oder? 17? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie oft diese U21. Ja, alle 4 Jahre sind wie andere auch. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Ich kenne mich damit nicht aus. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich wurde auch erst ich wurde quasi 20 Minuten vor Spielbeginn überhaupt erstmal mit der Nase drauf gestoßen, dass es da überhaupt jetzt so ein U21-Finale gibt und dass da auch noch Deutschland mit dabei ist. Hast du diese grandiose Spiel davor gegen die Niederlande ja nicht gesehen? Nein. Total großartiges Spiel. Nein. Und dass die Spieler, die da eigentlich da mitspielen könnten, eigentlich schon in der A-Mannschaft spielen könnten und wir noch mittlerweile ein kleiner Geheimtipp wären, wenn die mitspielen würden. Aber so sind wir halt außen seit jetzt. Dein Tipp jetzt für Dienstag? Was hast du getippt gegen Frankreich? Ich glaube, ich habe einen vorsichtigen Sieg getippt. Ich habe 2 Siege und einen Unentschieden getippt. Gegen Frankreich Unentschieden getippt. Ja, ich glaube, da habe ich einen Sieg getippt und ich habe 1-1 getippt. Gegen wen spielen wir noch? Gegen Portugal auch, oder? Ja, ich glaube, gegen Portugal habe ich einen Unentschieden getippt. Und gegen Ungarn natürlich einen Sieg getippt. Ja, natürlich, den Kantersieg, 7-0. Ja. So wie im Vorspiel was war denn Litauen? 6-7-2. Kreckerbogenland. Ja, irgendwann gegen baltische Staaten, irgendwas. Also Kantersieg. Gummi. Ah ja. Ansonsten war es eine ereignisreiche Woche, ja. Wie ich finde. Ja. Also wir können ja ganz kurz, im Grunde ist es ja vorbei. Also es ist ja eigentlich vorbei, diese Corona. Ne? Eigentlich, also, ja. Deswegen ist es nur noch eine Randnotiz wert. Wir haben ja kaum noch neue Fälle. Wir sind, glaube ich, bundesweit jetzt schon sogar unter 20 Inzidenz. In Brandenburg, Oberhavel sind wir, glaube ich, bei unter 10, ne? Ja, also Brandenburg weit, der Durchschnitt in Brandenburg ist unter 10. Ja, 9, noch irgendwas. Also, es geht steil voran.
Wobei der Wieler sagt ja, Vorsicht, wir sind im Vergleich zum Vorjahr, sind wir die vergleichsweise höher als letztes Jahr um die gleiche Zeit. Deswegen sagt er immer wieder Vorsicht, das kommt ja neu. Ja gut, aber wir sind ja auch von einem sehr viel höheren Wert gekommen. Ja, Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste, wenn man so schon sagt. Immerhin ist die Thoma Erlebnis City jetzt wieder komplett geöffnet. Auch, ja, stimmt alles, ne? Ja, also Erlebnisbad und Sauna. Also wer noch mal gucken möchte, wie Erlebnisbad und Sauna leer aussehen. Also nicht leer wassermäßig, sondern leer leutemäßig. Das i klicken da oben. Ja, entweder da oder irgendwo in die Playlist gucken. Oder ihr findet es schon. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ja. Talk im Turm heißt die Sendung. Ja, also ich habe jetzt bei der Corona-Warn-App gibt es jetzt ein neues Feature. Da kann man jetzt also irgendwie diesen digitalen Impfpass. Der ist da wohl jetzt schon mit drin. Mhm. Ich weiß es nur nicht. Also ich bin sehr gespannt, wenn ich nach Perleberg fahre, ob die das dann schon mitbekommen haben, dass ich da so einen QR-Code brauche oder so. Gucken, also weitere Lockerungspläne in Brandenburg. Die Maskenpflicht, wie gesagt, wird gelockert. Testpflicht entfällt im Freien bei Kultur, Sport und Außengastro. Und Treffen bis zu 10 Personen möglich, Privat, Tourismus und Gastro. Je nach Hygienekonzept, Veranstaltung bis zu 1000 Leuten mittlerweile schon. Natürlich. Und die Maskenpflicht in Grundschulen entfällt denn irgendwie. Wo zwei weiterführende Schulen soll es dann trotzdem noch sein. Naja, schauen wir mal. Dann am Donnerstag gab es die Caroline Kebekus Show erstmals mit Publikum. War hier auch bei, wie hieß das, weil ich gestern geguckt habe, was nach heute Show kommt auf Neo. Schmidt, mit Schmidt. Studio Schmidt. Studio Schmidt war auch mit Publikum. Ja. Haben sich ja vorher echt total lustig drüber gemacht. Dass die wussten ja nicht, was Publikum ist, was Applaus ist. Haben sich ja tierisch drüber gemacht. Also bei der Caroline Kebekus Show ist es halt in der Tat so, dass das erste Mal überhaupt Publikum da war, weil es ja erst die zweite Staffel. Und in der ersten Staffel letztes Jahr. War ja bei Pussy Tarot war ja immer schon. Da war ja Publikum. Ja, gut, aber dann, das kann ich nie sehen. Neues Format jetzt. Dann war ja gestern am Sonntag war ja Landparty. Mhm. Da warst du natürlich garantiert. Nicht da, weil ich arbeiten bin. Muss ich mir arbeiten am Ende? Ja. Du bist so ein armer Junge. Aber ich muss auch arbeiten. Ich stehe um 5 auf. Nee, noch früher. 4:45 Ich stehe nicht um 4:45 Uhr auf. Schlafen. Geh schlafen, aber arbeiten muss ich auch am Wochenende. Oh. Ja. Jedenfalls war das da ganz spannend mit der Landpartie, weil, also die Pro Agro veranstaltet ja die Landpartie, wo dann sich ganz viele Höfe und so anschließen, die dann öffnen. Ja. Und die Pro Agro hat gesagt, naja, also wir sind ja eigentlich eine Informationsveranstaltung und deshalb müssen, wer dann zu uns kommt auf diese Höfe, muss kein Test und sowas nachweisen und Maskenpflicht bin ich mir jetzt nicht so sicher, wie es dann so wäre. Nun sagt aber der Landkreis Oberhavel, nein, also die Landpartie als Ganzes ist eine unterhaltende Veranstaltung. Das heißt, theoretisch müsste man, wenn man jetzt zum Beispiel nach Bärenklau will, an die Villa Kork und sich die Oldtimer angucken will, die aus Anlass der Landpartie da stehen, dann müsste man erst einen Test machen. Tja, dann müsste man theoretisch das eine Woche wieder verschieben, dann hast du die Lockerung ja, die wir gerade besprochen haben. Zweitens haben die das jetzt aber so gemacht, dass Oberkrämer beschlossen hat, also die Gemeinde Oberkrämer hat jetzt gesagt, nö, also unsere Veranstaltungen gehören ja gar nicht zur Landpartie. Wir sind raus. Wir sind gar nicht mehr Landpartie. Nein, wir kriegen nur zufällig Besuch von der Landpartie. Ja, und nee, also wir sind ja jetzt ganz offiziell raus, wir haben uns da abgemeldet, deshalb sind wir nicht mehr Landpartie und deshalb können wir das jetzt machen, wie wir wollen. Das ist jetzt zum Beispiel Mühle Fehlefanz, was ja auch tatsächlich eine Ausstellung ist, die informiert. Ja. Die muss jetzt da tatsächlich keine Tests mehr machen. Also wie es jetzt in den anderen Orten ist, kann ich nicht sagen. Nein, aber da sieht man mal, wie im Moment so diese Irritationslage ist. Ja, haben wir ja schon öfter besprochen, dass Kinder wissen, was eigentlich Phase ist. Ist ja auch nicht klar und deutlich. So, ich hab Durst. Heute haben wir das Unertel, leichte Weiße. Was für ein Ding? Eine leichte Weiße. Nee, das erste. Unertel. Unertel? Unertel. Unertel? Unertel. Man könnte auch sagen, ohne RTL. Lass mir gefälligst was übrig. Ja, kriegst du einen Schluck. Also, ohne RTL. Leichte Weiße, feinteilig, lebendig, naturbelassen. Ja. Sieht man. In der Flasche gereift, unverkennbar, unvergleichlich, ohne RTL. Ey, das ist ja bestimmt eine Traditionsbrauerei. Wir verwenden nur beste Rohstoffe aus der heimischen Region und Wasser aus dem hauseigenen Mineralbrunnen. Die Wertschätzung und der sorgsame Umgang mit unseren Ressourcen sowie unser handwerkliches Können machen unser Weißbier so unverkennbar und unvergleichlich. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot,
aber nur 3,2% Alkohol. Deswegen leichte. Leichte. Aus Mühldorf am Inn. Das ist die Weißbräu ohne RTL GmbH. Was auffällt? Ganz viel Kohlensäure. Echt? Den kann man, ja, kannst du bei dir nicht so viel. Ja. Schmeckt wie ProSieben. Nee, ich würde sagen, schmeckt wie RTL 2. Schmeckt sehr nach wie RTL. Super RTL! Super RTL wird umbenannt. Ach, ja. Warte. Super, super RTL? Mach jetzt mal ein Bier, wie schmeckt es denn überhaupt? Also, es schmeckt wie ein Weizen. Bloß mehr mit Kohlensäure. Also, eher gesagt, fad. Sehr fad. Fad. Wie RTL halt, ne? Ey, das ist ja die nächste ARD-Moderatorin. Ja, lass uns aber ganz kurz. Ja. Also, Super RTL, also Disney gehört, also es war ja so, dass irgendwie Disney zu 50% an Super RTL beteiligt war. Diese Beteiligung haben sie an RTL abgegeben. Ist jetzt also so, dass Super RTL wirklich überhaupt RTL in der Geschichte das erste Mal wirklich ein RTL-Sender ist. Ja. Und das erste, was sie machen, ist den Sender umbenennen in Togo. Also so wie die Kindersparte ja sowieso schon heißt. Ja. Und in Zukunft wird der ganze Sender Togo heißen. Ich weiß nicht, ob RTL Togo oder nur Togo, aber das Super ist jedenfalls bald Geschichte. Ja, die sind mir völlig Naja, aber ehrlich gesagt ist mir der Sender sowieso wurscht. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals Super RTL... Also die Kinder gucken den ganz gerne. Mal. Aber das ist ja dann eh Togo. Die nennen es garantiert Togo, oder? Ja. Ja, siehst du. Weil dann ist ja ab 2015 kommen ja dann ganzen Dauerschleifen-Sendungen. Ja. Ja, und dann, wie gesagt, die RTL hat sich ja den nächsten großen Coup geleistet, oder? Jetzt Pina Atalay ist jetzt von den Tagesthemen weg. Geht. Oder geht. Weg. Ja. Das erste, was er wohl macht, ist im August das erste Triell mit, ich weiß nicht, ob es mit Peter Klöppel macht, aber auf jeden Fall ist sie dann eine der Moderatorinnen. Wer ist denn überhaupt noch denn im ersten überhaupt noch da? Entschuldigung, also Pina Atalay war ja, wenn man es mal jetzt genau nimmt, nur die Aushilfe. Für den Ingo. Für Ingo Zamperoni und für Karin Mioska. Ja. Ja, die war ja die dritte im Bund. Also hat das immer gut gemacht. Ja, aber man muss jetzt auch nicht übertreiben, sondern unter dem Motto, dass die ARD aktuell ausblutet oder so. Ich meine, da gibt es noch. Also, ja, aber bedenklich, wenn ich dann auch noch Ingo Zamperoni geht. Wie heißt der neue Moderator von der Tagesschau? Hast du den gelesen? Konstantin Schreiber. Genau, der war ja letzte Woche, hast du gelesen, bei den Promi-Geburtstagen stand da schon ein kleines Kreuzchen für verstorben. Was? Ja. Musst du mal gucken, weil bei dem Promi-Geburtstag, wenn du die Liste durchgehst, da stand dann Konstantin Schreiber die Geburtstag gehabt und da stand da schon ein kleines. Das ist mir nicht aufgefallen, weil ich da gar nicht drauf war. Also weil ich gedacht, kann doch wohl nicht wahr sein, den hat doch jetzt in den Tagesschau, der ist so quick lebendig. Hast du den vielleicht mit jemand anderem verwechselt? Nee, ich hab den nicht googelt, da stand hinter Tagesschau-Sprecher. Ich finde es aber total interessant, was bei RTL jetzt vor sich geht. Ja, also, wie du schon sagtest, also Infotainment. Ja. Und ich glaube, das ist auch so das Letzte, wo man heute noch so Zuschauer bekommen kann. Live-Fernsehen, Nachrichten, einigermaßen seriöse Informationen. Ich meine, so ein Privatsender muss natürlich das ein bisschen anders machen als die Tagesschau. Und jetzt ist es sozusagen die First-Rampe. Naja, ich sag mal so, RTL. Also Klöppel war schon immer da. Und dann kam ja hier, wie heißt der noch schnell vom Nachtmagazin? Heiner Bremer. Die Dauerschleife. Naja, ich sag mal, Jan Hofer wird so ein bisschen der neue Heiner Bremer, oder? Ja, ja. Das kommt ja auch noch. Ich bin sehr gespannt, wann, wo und wann dieses komische Abendmagazin laufen soll. Ja, das wird dann so eine Art Heute-Journal für RTL werden. Also sie werden bestimmt spät aktuell über RTL. Ja, aber überleg mal, was das. Da musst du ja dein komplettes Programm umbauen. Weil jetzt haben sie ja quasi immer so ihr Programm gemacht, dass um 0 Uhr das Nachtjournal kam. Und das ist ja der einzige Sender, der wirklich ganz konsequent um 0 Uhr das Nachtjournal macht. Ich denke mal, die werden das so weit vorziehen, so weit wie jetzt auf dem Platz, wo extra war, so um 22.15 Uhr in der Richtung. Na gut, aber da müssten sie ja dann, was sollen dann danach laufen? Also entweder eine einstündige Serie oder irgendwas. Ja, so oder, ist nämlich ja nicht so einfach, so ein Sendekonzept umzubauen. Wollen sie vielleicht so eine Art Late-Night-Show etablieren? Wer denn? Na, davon wollen sie ja gerade weg. Also sie haben ja Pocher jetzt abgesetzt. Ja, das war ja auch ein Schrott. Naja, nö, ich fand, es ging. Dann haben sie die Knossi-Show abgesetzt. Das war doof. Also Knossi war ganz cool. Na, die Knossi-Show. Knossi, ich muss sagen, Knossi fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, deswegen, aber seine Sendung war scheiße. Ja, seine Sendung war als Typ ist echt machbar. Also ich glaube, es lag an den Autoren. Also weil die was er so erzählt hat, war einfach nur lahm. Also dafür, dass es eine Late Night sein soll, war es überhaupt nicht tagesaktuell. Es war halt immer irgend so ein Scheiß. Auch die Einspieler waren immer langweilig. War das nicht so eine Sendung, die Raab produziert hat? Ja.
Naja, ich sag mal, Raab ist kein Garant mehr für gute Sachen. Naja, der Club, der ruht sich jetzt auch der so auf seiner Vergangenheit aus. Warten wir mal ab, was aus Raab noch so rausschießt. Ja. Dann gab es natürlich die aktuell, die Giffey hat jetzt wirklich endlich ihren Doktortitel verloren die Woche. Nach ewigen Hin und Her hat sie ja den richtigen Schritt eigentlich gewagt und hat sie vorher schon sozusagen abgesegnet, weil jetzt wäre sie rausgeflogen. Also das sind wir nochmal vorher schon mal Tschüssikowski gesagt. Apropos Tschüssikowski. Unser Landrat will uns verlassen. Nein! Ja. Wieso? Unser Landrat? Will er jetzt nun endlich Cheftrainer von Boxdorf werden? Nee, er will Cheftrainer von den Sparkassen in Ostdeutschland werden. Ach so, ja. Also irgendwie, ich weiß nicht, wie sich dieser Titel nennt, aber er will irgendwas Hohes werden beim Ostdeutschen Sparkassenverband oder irgendwas. Oder so. Nee, also schon noch größer, ja. Und will dann, also er will, es steht noch nicht ganz fest, also er will wohl am kommenden Mittwoch im Kreistag verkünden, wie er sich entschieden hat. Nee, weil er wurde wohl angefragt. Natürlich weißt du die Antwort. Ja, natürlich weiß ich die Antwort. Naja, es würde ihm ja so unglaublich Spaß machen, dass er das da noch bis zum Ende weitermachen kann. Ich habe nichts gesagt. Bitte. Nein, ne? Geld. Nein. Geld kann doch da. Also. Nein, unseren schönen Landkreis zu verwalten ist doch viel, viel schöner. Also, seien wir mal ehrlich, ja? Also wenn du in so einer Position wärst und nach, sagen wir mal, anderthalb Jahren Corona. Ja. Jetzt so die Schnauze voll, oder? Würde ich dann wieder in so ein Büro schön setzen, Beine hochnehmen und dann... Ja. Glaube ich auch. Ich glaub, also nach dem Jahr, wo du dich von jedem beschimpfen lassen musst. Und also, ich glaube, da bist du ganz froh, wenn du einfach mal raus bist. Ich denke auch, ja. Ja, jedenfalls Mittwoch entscheidet sich das. Will er verkünden, ob oder ob nicht. Ja. Top dann, oder ob. So dann spannende Frage. Was wird aus unserem Filmpalast? Ja, hat er immer noch Kind, oder? Hat's? Also eigentlich ist es ja so, dass die Kinos einen bundesweiten Öffnungstermin haben. Das ist der 1. Juli. Theoretisch können sie auch schon vorher öffnen. Und es gibt auch sogar so wenige Kinostarts, die es schon gäbe. Aber der eigentliche Öffnungstermin ist am 1. Juli. Aber in Oranienburg, unser Filmpalast, also sie haben schlicht kein Personal. Sie haben keinen Chef und kein Personal. Ja, das ist wie bei der Gastro mittlerweile. Die suchen ja auch händeringend nach Personal. Nichts mehr da. Ja, dank Corona. Das ist jetzt. Naja, ich sag mal, wenn natürlich so ein Geschäft so lange geschlossen ist, dann sucht man sich natürlich was, wo man weiß, dass man da ein bisschen fester im Sattel ist und irgendwas anderes machen kann. Als quasi monatelang auf Kurzarbeit. Wird schwierig. Also. Ja, also ich bin auch gespannt. Na, drücken wir mal die Daumen. Hatten wir uns schon über das Hotel Eilers eigentlich unterhalten? Ja, kurzfristig. Also, hast du mich noch gefragt, wie da die Stadt, wie ich dazu denke? Dann gesagt, na, ist ja schon. Ach, im Teaser. Ja. Im Teaser hat man uns unterhalten. Dass ich denke, dass sie jetzt sowieso schon seit Jahren in der Schublade steckt und jetzt wird es ja wohl irgendwie konkreter. Jetzt wollen ja. Na, jetzt wollen sie plötzlich durchziehen. Ja. Also, Hotel Eilers ist ein Haus, was gegenüber des Schlosses Oranienburg mal stand. Ein ehemaliges Rathaus Oranienburgs war halt mal. Und dann war es lange Jahre eine Gaststätte/Hotel. Bis nach dem Krieg, bis es auch teilweise zerstört worden war und wurde dann in den 60ern. Ist es so weit bis zum Schluss ein Hotel? Nee, ich glaube, es war nur eine Kneipe. So also war nur noch ein, also Hotel, glaube ich, war nicht mehr, war einfach nur noch der Name. Der hieß auch nicht, der Besitzer war auch nicht mehr Eilers, das war irgendein anderer. Aber nachher war nur noch eine Honecker. Kneipe. Genau. Hotel Honecker. Ja. Und dann haben sie der platt gemacht, weil sie ja die Landesbank da hinsetzen mussten. Die Staatsbank. Die Staatsbank, genau. Staatsbank. Ach, dieses schöne Gebäude. Ja, ganz toll. Ja. Großartig. Naja, aber also ich weiß nicht, aber fällt einem doch nichts anderes ein, als doch wieder irgendein altes Ding dahin zu bauen? Ich glaube, das ist die Sehnsucht nach dem alten Stadtkern Oranienburg, weil da ist ja nun nichts. Also naja, gut, aber da müsste man ja noch mehr machen. Das Schlimme ist ja, wenn du da einen neuwertigen Bau hinsetzt, du kannst damit auch echt Pech haben, wenn du dir irgendeinen Architekten hast, der macht da so ein neumodisches Ding da drin und dann keinem gefällt es und alle Sachen sagen, hätten wir mal. Und so versuchen sie halt, das Nostalgische in die Neuzeit zu transferieren, so wie mit dem Berliner Stadtschloss. Dass man die Front zwar alt macht, aber innen drin total neu. Ich sag mal so, Oranienburg hat's ja. Wir haben ja die Finanzen dafür. Vor Corona haben wir schwarze Zahlen gehabt. Ja, aber gerade so, glaube ich, oder? Nee, glaube ich. Nee, naja. Aber also, wir sind ja nun nicht der Stadtkämmerer. Aber ich sag mal, so ein Bau, der kostet ja so ein paar Millionchen. Also, ich wollte gerade sagen, das ist ja in Oranienburger Hand. Das wird ja irgendwie nicht privat finanziert, das soll ja aus in Oranienburger Hand sein. Und die Frage ist natürlich, was soll da rein? Ich frage mich, es soll ja irgendwie wieder Rathaus rein, wo ich mich dann frage, was ist dann aber am Schloss?
Da sind dann, da willst du dann, keine Ahnung, den. Bei Hotel da zieht dann der König von Mallorca ein, oder was? Jürgen! Oder Herr Westkamp mit der Sparkasse. Ja, also das wäre, wobei, du kannst, du hast ja schon alle, du hast ja generell ja schon ein Problem, die Innenräume, die innenstädtischen Geschäftsgebäude zu füllen. Du hast ja schon dann irgendwelche Galerien mittlerweile drin, die du dann da versuchst, dann noch ein bisschen attraktiv zu machen, die Innenstadt. Aber das ist natürlich dann, wenn du da, du musst sehen, was du daraus machst, ob du da Wohnungen draus machst oder ob du da wirklich ein Hotel hinsetzt oder nur eine Gastronomie hinsetzt oder ein Mischmasch oder eine Verwaltungsding. Guck mal, in Burg Werder ist ja auch so, in der Oranienburger Straße, da sind Gebäude, da wird immer schon Verwaltungsgebäude, weil es ist die Stadt rausgezogen und seit Jahren steht das Ding total leer, weil es einfach nicht gebraucht wird. Wir kommen mal zu den Promi-Geburtstagen der Woche. Den möchte ich gerne anfangen. Ich habe am Montag die hübsche Anna Kournikova mit ihrem Enrique Iglesias ist 40 geworden. 50 geworden ist am Montag der Koch, der Fernsehkoch Alexander Herrmann. Soll ich dir mal sagen, dass ich den nächsten nicht lesen kann? Am Montag 80 Herbert geworden. Herbert Herrmann! Ja! Ey, der ewig der junge ist 80. Liegende. Der sieht ja auch noch nicht aus wie 80. Ich bin echt erstaunt. Der sieht eigentlich immer noch aus wie 1983. Man genau, heiratet eine Familie. Genau. Nur ein bisschen hier, ein bisschen. Aber sonst, ja. Aber es ist unfassbar, Herbert Herrmann. Ja. Aber gleichzeitig denkt man auch so 80. Ja. Dienstag habe ich Lindsay Davenport, die ist Tennisspielerin, ist 45 geworden. Auch Dienstag 70 geworden. Bonnie Tyler. Bonnie. Seit einem Jahr warten wir darauf, dass Bonnie Tyler endlich nach Oranienburg kommt. Verschoben von 20 auf 21, verschoben von 21 auf 22, aber vielleicht 22. Total Eclipse of your Heart. Ja, playbackt sie dann am Schloss Oranienburg. Am Mittwoch habe ich Natalie Portman, 40. Michael J. Fox, zurück in die Zukunft, ist 60 geworden. Ey, grandios, war der Typ. Seit wann hat er seit 91, 92 Parkinson erkrankt und immer noch on the road? Respekt. Donnerstag, Jürgen Prochnow, habe ich mit 80. Ich wäre schon bei Freitag. Ja. Der Schauspieler Shia LaBeouf ist 35 geworden. Ja, der ist ja weg vom Fenster als Hollywoodstar, oder? Ist das so? Ich glaube, der hat keine großen, der hat irgendwie irgendwelche komischen Demos mal mitgemacht und dann der Demos ja irgendwie raus. Ja, weg schon beim Samstag. Na? Mit Nora Tschirner, die ist 40. Nora Tschirner. Dann die ehemalige SPD-Politikerin Hannelore Kraft ist 60 geworden. Und ich frage mich echt, wo ist denn die? Ist die ist völlig abgetaucht, oder? Die ist Rentnerin geworden. Oder vielleicht hat die Wahl verloren, hat gebockt und ist weg. Ja, also, die kommt da aus der Versenkung, wenn die SPD nämlich die Bundestagswahl gewinnt, kommt die aus der Versenkung heraus und wird neue Sozialministerin. Ey, komm, hast du gesehen, wie die... Nee, mach erstmal weiter. Ich bin schon bei Sonntag. Ja, heute 70 geworden, der Schauspieler aus Schweden, Stellan Skarsgård. Ey, du hast Mary-Kate und Ashley Olsen verpasst, ja? Die hab ich nicht verpasst, die kenne ich nicht. Von, wie hieß die, Full House? Ja, kenne ich nicht. Hast du nie gesehen? Nein. Und die sind doch jetzt totale Modedingens. Ja, und? Ja, die haben so angefangen mit so. Und wie alt sind die jetzt? 35, von so auf so. 70 geworden, der Schauspieler Richard Thomas. Du hast doch Chris Evans verpasst, der den Schauspieler Captain America gespielt hat. Und Esther Ofarim ist heute 80 geworden. Oh, ja, toll. Hast du einen Musiktipp? Natürlich habe ich einen Musiktipp. Und zwar Billy F. Gibbons. Der Mann mit dem Bart. Oder eine Hälfte von CC Top. Hat mal wieder ein neues Album rausgehauen, Soloalbum. Mittlerweile der dritte. Und das heißt... was habe ich eigentlich geschrieben? Hardcraft, glaube ich. Muss ich mal gucken, wie das heißt. Habe ich doch echt nicht aufgeschrieben? Ich bin es ja unglaublich, weil ich hier. Jeweils, ein wahnsinnig cooles Album. Der hat ja so. Du hast eigentlich keine Mütze auf. Ist dir das letzte Mal schon aufgefallen, ne? Ja, doch, aber vor. Jetzt frage ich dich einfach mal. Ja, Deutschland fragt sich, warum du keine Mütze auf hast. Ich muss dir mal meine Platte zeigen, wie schön geformt doch mein Hinterkopf ist. Jetzt nochmal zu Billy F. Gibbons zurückzukommen. Wie gesagt, drittes Soloalbum. Und das Album repräsentiert wirklich alles, wofür dieser Mann steht. Tiefe, unglaublich coole Stimme. Der ist ja mittlerweile auch schon im erhöhten Alter angelangt. Der siehst du immer, diese Sonnenbrille zu dieser Bar, der hat einfach totale Ausstrahlung, der Mann. Und macht eine großartige Blues-Rock-Musik, die mittlerweile fast noch mehr
an CC Top erinnert als CC Top selber. Weil ihr letztes Album von CC Top ist mittlerweile auch schon 9, 10 Jahre her. La Futura. Und jetzt hat in der Zwischenzeit ist ja Billy Gibbons ja nicht untätig gewesen und macht unglaublich gute Musik. Als Drummer hat er mit dabei Matt Sorum, der ehemalige Drummer von Guns N' Roses und The Cult. Und der ist gleich Mitproduzent und macht wirklich ein hervorragendes Album. Highlight, gleich das Intro, My Lucky Card. Genial. Richtig schön tiefgründig. Southern Rock Punkte drinne, Blues Rock, die Stimme dazu, echt fetzig. Also wer dieses Album mag, Billy F. Gibbons, großartig. Zum Abschluss dieser Sendung wollen wir noch an zwei Leute erinnern, die in dieser Woche verstorben sind. Zum einen 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Also wahrscheinlich weiß keiner, wie sie heißt, aber sie hieß Libuse Safrankova. Ja. Ist gestorben, auch gar nicht so alt, ich glaube 68. 68 war sie ja. War die Prinzessin, die jedes Jahr im Advent in Deutschland 85 Mal durch die Schneelandschaft von Moritzburg reitet. Genau, in einer wunderschönen Strumpfhose in Grün. Ja. Und dann ist in dieser Woche Philipp Mickenbecker gestorben. Ja. 23 Jahre an Krebs, aber seine Geschichte ist unglaublich faszinierend. Mhm. Willst du? Ja, also er YouTuber und hat eine erfolgreiche YouTube-Sendung mit seinem Zwillingsbruder gehabt. Real Life Guys. Genau. Und er hat das erste Mal eine Krebsdiagnose mit 16 gehabt. Was bei ihm natürlich hervortritt, ist sein Glauben, sein christlicher Glaube. Der aber erst später kam. Ja, der später kam. Aber das hat ihm... Die begleitet ihn ja, diese Krebsdiagnose, das erste Mal mit 16, dann Chemotherapien. Nein, sein Glaube kam ja erst später. Ja, ich meine, ich wollte jetzt anfangen mit der Chemotherapie, als er 16 war. Was man in dem Alter schon erlebt hat, als dann natürlich diese unglaublich erfolgreiche YouTube-Sendung, wo er dann irgendwelchen coolen Sachen gemacht hat, aus irgendwelchen Badewannen. Man muss dazu sagen, dass er die erste Krebserkrankung quasi überstanden hat. Ja. Die zweite war fast wundermäßig. Also eigentlich war er seitens der Ärzte gar nicht mehr zu retten, aber plötzlich war der Krebs weg, was auch immer das heißt. Ja, und dann kam die dritte, war dann Morbus Hodgkins. Also das war schon sehr dramatisch. Und er hat auch gesagt, er möchte keine Chemotherapie mehr. Er hat dann so eine andersweitige Therapie gemacht. Er hat dann schon, nachher hat er einen Brustbereich gehabt, hat man schon von außen gesehen, hat er auch noch. Alles zerfressen quasi. Genau, mittlerweile eingewachsen im Herzbeutel, in der Lunge, im ganzen Knochenbereich, in dem drumherum. Und der hat eine unglaubliche positive Ausstrahlung. Und ich war heute auch die Woche erstaunt, wie viele Leute Respekt gezollt haben ihm gegenüber. Verschiedenste YouTuber, auch unter anderem auch der dunkle Parabelritter, der eigentlich überhaupt nichts mit Glauben oder sonst irgendwas zu tun hat, total Respekt und auch wie viel positive Resonanz er wirklich bekommen hat. Er hat ja mal, wenn man ihn sieht, er hat immer nur sehr, der war immer gut gelaunt. Den hat man ihm irgendwie nicht angemerkt. Es gibt eine sehr, sehr gute Doku in der ARD-Mediathek. Genau, die habe ich auch gesehen. Da kommt es schon davor, dass er auch besorgt, ist aber eher quasi um seine Freunde als genau. Um ihn. Genau. Ne? Ja, dann während der Zeit auch seine Schwester verloren durch einen Flugzeugabsturz und Schicksalsschläge waren. Ja, und was man wirklich bewundert, ist dieser Mut, dieser Lebensmut, diese Zuversicht, die ihn immer geprägt hat. Genau, und dieser Stück weit dieser Glaube. Und das finde ich auch so toll. Er hat sich bewusst für, wie auch sagte, er ist zwar gestorben, aber lebt weiter. Und zwar da, wo er denkt, dass es weitergehen soll, kann. In diesem Sinne, wo immer er jetzt auch ist, frage ich dich aber, was war das hier? Keine Wochenshow. Auf Wiedersehen.